Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Ich grüße euch ganz herzlich aus meinem Badezimmer und hier auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video geht es um meine alternativen Kosmetikartikel. Im letzten Jahr hatte ich schon ein Video auf meinem Kanal hochgeladen, Minimalismus im Bad ohne Duschgel, Shampoo, Zahnpasta und Co. Und in diesem Video war schon ersichtlich, dass es bei uns im Badezimmer ein bisschen anders aussieht als in den meisten Badezimmern. In den letzten Monaten habe ich immer mal wieder Nachfragen bekommen, welche Kosmetik ich verwende, vor allem fürs Gesicht, wie ich meine Haare pflege, wie ich überhaupt meine Haut pflege. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich einfach mal ein separates Video und zeige euch, welche natürlichen Produkte ich aktuell für meinen Körper, sprich für Haut, Haare und Zähne, verwende. Und bevor ich euch meine alternativen Produkte vorstelle, gibt es noch ein paar einleitende Worte zum Thema Haut. Die Haut ist das größte Organ im menschlichen Körper. Sie ist nicht nur Schutzschild und Entgiftungsorgan, sondern auch ein Aufnahmeorgan. Und die Haut soll 10-mal aufnahmefähiger sein als unser Darm. Und wegen dieser Aufnahmefähigkeit ist es eben auch wichtig zu wissen und darauf zu achten, was man sich regelmäßig auf die Haut schmiert. Ich habe irgendwo mal im Internet eine Infografik gefunden, dass wohl die Haut nach 26, 27 Sekunden die Stoffe, die man auf die Haut schmiert, eben auch aufnimmt und diese Stoffe dann im Körper zu wirken beginnen. Die meisten Produkte, die wir in der Kosmetik verwenden, enthalten Chemie. Die Shampoos und die Duschgels, die sollen schäumen, das Deo soll den Schweiß verhindern, alle Produkte sollen toll riechen und die Bodylotionen und die Gesichtscremes, die sollen auch ganz schnell einziehen. Und dafür wird eben auch oftmals Chemie verwendet. Die meisten Menschen, die möchten auch billige, bunte, schäumende, duftende Produkte. Und aufgrund dieser Nachfrage werden eben auch billige Substanzen bei der Herstellung dieser Kosmetikartikel hergestellt. Nicht alle Stoffe sind bedenklich, das möchte ich betonen, und das geht hier in diesem Video auch nicht darum, welche Stoffe in welchen Kosmetikartikeln bedenklich sind, sondern ich möchte euch in diesem Video einfach zeigen, welche Alternativen, welche gesunden Alternativen Möglichkeiten es gibt, Haut, Haare und die Zähne zu pflegen. Ich habe bis in mein Erwachsenenalter hinein ganz normal konventionelle Kosmetikprodukte verwendet. Dann habe ich ein paar Jahre tierversuchsfreie Produkte verwendet. Das war mir damals sehr wichtig. Ich weiß auch nicht, ob die biologisch waren. Ich weiß nur, dass sie tierversuchsfrei waren. Das war mir in den 90ern sehr, sehr wichtig. Und dann bin ich kurz vor meiner ersten Schwangerschaft, vor 13 Jahren, auf Biokosmetik umgestiegen. Ich weiß noch, damals 2002, 2003 war ich ein paar Monate in Afrika. Und dann hatte ich ein natürliches Lavaerde-Shampoo dabei. Das war so der Auftakt, dass ich mich ein bisschen mit Biokosmetik beschäftigt habe und habe auch viele Jahre lang verschiedene Produkte, vor allem von Lavera und Veleda, verwendet für Haut, Körper. Auch eine Zahnpasta von Veleda hatte ich viele Jahre verwendet. Und im Rahmen meiner Rohkostumstellung vor über 5 Jahren hielt es dann auch Einzug, dass ich mich auch nach Alternativen umschaute. Was geht denn da noch? Weil auch die Bioprodukte sind ja auch in bunter Plastik verpackt. Ja? Wenn man das umgehen möchte, dann muss man sich schon ein bisschen weiter nach Alternativen umschauen. Und die stelle ich euch jetzt in diesem Video vor. Hier seht ihr meine alternativen Kosmetikprodukte. Die sehen gar nicht so typisch aus wie die Kosmetikprodukte, die in den meisten Badezimmern stehen, und ich möchte euch jetzt nacheinander meine alternativen gesunden Kosmetikartikel vorstellen. Ich habe mir gedacht, wenn ich euch meine Produkte vorstelle, dann strukturiere ich am besten den Tag, und deswegen zeige ich euch jetzt, mit welchem Produkt ich am Morgen anfange. Wenn ich am Morgen aufstehe, dann schabe ich zuerst meine Zunge sauber, denn über Nacht haben sich da einige Giftstoffe auf der Zunge abgelagert. Es ist immer sehr faszinierend zu sehen, was dann am Löffel hängen bleibt. Und danach führe ich ein Ölziehen durch. Das Ölziehen praktiziere ich jetzt schon ein paar Jahre und habe das den größten Teil der Zeit mit Kokosöl durchgeführt. Und jetzt habe ich einen absolut genialen Tipp von Patrick Strohbach vom YouTube-Kanal Rovegan am Limit bekommen. Der hat ein ganz fantastisches Video gemacht mit dem wahrscheinlich gesündesten Öl der Welt und hat ein paar Studien aufbereitet, die man so, das war eine kostenpflichtige Studie, die man so im Internet nicht findet. Und er hat dieses tolle Öl vorgestellt. Das ist ein 100%iges kaltgepresstes Schwarzkümmelöl. Und ich war so begeistert und habe ich mir gedacht, damit führe ich jetzt ein Ölziehen durch. Das wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd und stark
antibakteriell. Also es ist wirklich ein wunderbares Öl. Das schmeckt so leicht herb, so ein bisschen nach Natur. Und ich muss sagen, ich habe das sehr, sehr schätzen gelernt. Das Kokosöl schmeckt ja viel milder, ich würde mal sagen lieblicher. Aber das ist jetzt mein absoluter Favorit. Also ich ziehe jetzt seit circa 2 Wochen damit Öl und ich bin sehr, sehr zufrieden und ich liebe den Geschmack und habe danach auch so ein wunderbar sauberes Gefühl im Mund. Ja, es ist wirklich fantastisch, wenn man so ein Ölziehen durchführt, mit dem man ja die Mundschleimhaut entgiftet und dann so ein hochwertiges antibakterielles Öl verwenden kann. Nach dem Ölziehen putze ich mir die Zähne nur mit Wasser bzw. säubere meine Zähne mit so einer Mieswackzahnbürste. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Genau, und dann wasche ich ganz normal mein Gesicht mit kaltem Wasser und dann habe ich eine ganz besondere Pflege für das Gesicht. Ich habe auch lange Zeit für das Gesicht Kokosöl verwendet und seit ein paar Wochen verwende ich eine ganz, ganz tolle Pflanze für meine Gesichtspflege und das zeige ich euch jetzt. Für meine Gesichtspflege verwende ich diese tolle Pflanze. Das ist eine Aloe Vera, die habe ich von einer guten Freundin geschenkt bekommen. Hier habe ich auch schon ein Blatt abgemacht. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Und da drin befindet sich ein Gel. Dann schält man die Schale ab. Also ich schäle meist diese Seite der Schale ab und noch ein bisschen von der Rundung. Dann nehme ich einfach das Stück Aloe Vera und verreibe das im Gesicht. Also meistens schneide ich dann so ein Stück ab, ungefähr die Größe. Und dann verreibe ich das ganze Gel im Gesicht. Und dann sehe ich das noch ein bisschen ein und das ist wirklich ein wunderbares Gefühl im Gesicht. Und den Rest packe ich dann in den Kühlschrank und der hält dann auch noch da ein paar Tage frisch. Und dann mache ich das dann jeden Tag, schneide mir ein Stück von dem Blatt ab und verwende das Gel. Wirklich eine fantastische Pflanze. Wenn ihr die Möglichkeit habt, an eine Aloe Vera Pflanze ranzukommen, dann verwendet diese unbedingt für die Gesichtspflege. Die Aloe Vera oder das Gel, das spendet der Haut natürliche Feuchtigkeit und die Haut nimmt dieses Gel auch ganz schnell auf und das Gel, das pflegt unglaublich gut und hat auch eine zellerneuernde Fähigkeit. Wirklich ganz, ganz fantastisch. Für meine Haut- und Körperpflege verwende ich seit über 3 Jahren ein sehr natürliches Kosmetikprodukt und das stelle ich euch jetzt vor. Für die Körper- und Haarpflege verwende ich Lavaerde. So sieht die Paste dann aus, wenn man sie mit Wasser verrührt. Das sind natürliche Tonmineralien und die werden schon seit der Antike zum Waschen und auch zur Reinigung des Körpers verwendet. Und Lava, das kommt von lavere, lateinisch ist das, und bedeutet waschen. Also wirklich schon ein sehr altes Mittel, mit dem man sich schon seit langem den Körper pflegt. Und man kann das auch wunderbar für die Haarwäsche verwenden. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Und die Lavaerde, also diese Paste, die ist hautverträglich und reizfrei. Und diese Paste, die saugt einfach überschüssiges Fett und Schmutzpartikel auf und säubert so auf sehr natürliche Weise die Haare. Für meine Haut- und Körperpflege verwende ich auch seit ein paar Jahren Kokosöl. Am besten kalt gepresst und in Rohkostqualität, dann kann man das auch noch in der Rohkostküche verwenden. Ist wirklich ein geniales Öl, gerade nach dem Sonnenbaden oder nach dem Duschen oder nach einem Entgiftungsbad. Es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, seinem Körper einfach eine gute Pflege zukommen zu lassen. Dieses Kokosöl wirkt auch antibakteriell, entzündungshemmend und ist feuchtigkeitsspendend. Also das Kokosöl, das kann eine Bodylotion ersetzen, das kann auch eine Gesichtscreme ersetzen, das kann einen Lippenbalsam ersetzen, das ist wirklich total vielseitig und man kann es eben auch noch in der Rohkostküche verwenden für zum Beispiel Rohkostschokolade oder eben auch für ein anderes Pflegeprodukt, zu was wir dann auch noch kommen. Zum Händewaschen verwenden wir keine Flüssigseife in Plastikgefäßen, sondern ganz normal eine biologische Pflanzenseife. Die gibt es bei uns im Bioladen, da gibt es auch ganz verschiedene Sorten, Mandel und Lavendel, wir haben jetzt hier Sandelholz und Rose, also es gibt total viele Seifen und wir lieben diese Seife für die Hände. Und ich verwende so eine Pflanzenseife auch dafür, um mir die Füße zu waschen, weil ich sehr oft barfuß laufe und dann säubere ich mir einfach die Füße gern mit einer Bürste und mit so einer Seife. Als nächstes kommen wir zur Zahnpflege. Da verwende ich auch schon seit ein paar Jahren eine spezielle selbstgemachte Zahnpasta und die zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr meine Zahnpasta. Ich verwende schon einige Jahre keine Zahnpasta aus Tuben mehr, sondern stelle mir meine Zahnpasta selbst her. Dies ist eine Mischung aus Kokosöl und Kurkuma.
Und Kurkuma wirkt extrem entzündungshemmend und hat auch noch ganz tolle andere Eigenschaften. Ich habe zum Thema Kurkuma auch schon ein Video veröffentlicht, das verlinke ich euch oben rechts. Und da möchte ich euch jetzt noch ein Produkt vorstellen. Das ist eigentlich ein Lebensmittel, ein Zucker. Und ich bekomme immer wieder ganz erstaunte Fragen, wie es möglich sein kann, dass man sich mit diesem Zucker die Zähne pflegen kann. Das ist Birkenzucker, auch Xylitol genannt. Und dieser kann von Kariesbakterien nicht verstoffwechselt werden. Es gibt auch eine Studie mit Kindern, die belegt, dass Xylitol eine kariesreduzierte Wirkung haben. Das hat man schon in den 70er Jahren in Schweden festgestellt. Und für meine Jungs stelle ich auch schon seit mindestens 2 Jahren selber Zahnpasta her. Da seht ihr hier zum Beispiel die Zahnpasta von meinem Jüngsten. Das ist einfach Kokosöl mit gemahlenem Birkenzucker vermischt und ab und zu gibt es dann noch einen Tropfen ätherisches Öl dazu. Für meinen Jüngsten meist Orange und für meinen Ältesten Pfefferminz. Manchmal verwende ich auch ein Produkt für Mückenstiche und das zeige ich euch jetzt. Für Mückenstiche verwende ich Teebaumöl. Damit kann man auch eine Mundspülung durchführen, indem man einen Tropfen Teebaumöl in lauwarmes Wasser gibt. Man kann da auch gurgeln damit, wenn man zum Beispiel einen leicht entzündeten Hals hat oder einen Kratzen im Hals, dann kann man auch sehr gut mit Teebaumöl gurgeln. Und dann habe ich noch einen super Geheimtipp für euch. Ein Lebensmittel, was ihr nicht nur innerlich verwenden könnt, sondern auch äußerlich für die Haut, für die Haare und mit dem ihr auch so eine Art Mundspülung durchführen könnt. Und zwar sind das frisch gepresste Wildkräutersäfte aus Brennnessel, aus Giersch, aus Löwenzahn, aus Franzosenkraut. Es gibt ja so, so tolle Wildkräuter bei uns in der Region und von Frühjahr bis Herbst könnt ihr diese Kräuter, diese Wildkräuter, diesen Reichtum draußen in der Natur kostenlos sammeln und euch hochwertige, gesunde Säfte pressen, die ihr innerlich und äußerlich anwenden könnt. Mit diesen grünen Wildkräutersäften könnt ihr euren Körper remineralisieren und eure Gesundheit stärken. Also zögert nicht, sammelt Wildkräuter und hebt eure Gesundheit auf ein neues Level. Genau, ich möchte euch noch 2 andere Produkte zeigen, die bei uns im Badezimmer Einzug gehalten haben. Und zwar Bambuszahnbürsten, die verwenden wir ja schon seit ein paar Jahren, meine. Die seht ihr, die ist so gelb verfärbt vom Kurkuma. Das ist ja auch so spannend. Kurkuma färbt alle möglichen Gegenstände gelb, aber die Zähne nicht. Da hat es eher eine bleichende Wirkung. Wirklich fantastisch. Und dann verwende ich für die Menstruation die Menstruationstasse, wenn ich auf Reisen bin. Ich praktiziere ja die freie Menstruation. Da ich ja von zu Hause arbeite, ist das möglich. Und wenn ich auf Reisen bin oder unterwegs bin, dann verwende ich so eine Menstruationstasse. Also ihr seht, bei uns gibt es nicht so viel Verpackungsmüll, was Kosmetikartikel angeht oder auch Hygieneartikel. Wir versuchen da einfach einen alternativen Weg zu gehen und versuchen uns mit Produkten zu pflegen, die wirklich sehr natürlich und sehr gesund sind. Und die meisten Produkte, die ihr gesehen habt, die ich euch vorgestellt habe, die kann man sogar einnehmen. Bei dem Schwarzkümmelöl möchte ich noch erwähnen, das kann man auch einnehmen. Das ist ein sehr gesundheitsförderliches Öl, das sollte man aber getrennt von der Nahrung einnehmen. Und dann kann es einfach sein ganzes Spektrum, sein vielfältiges Spektrum an Heilmöglichkeiten dann im Körper entfalten. Ich habe auch mal irgendwo einen Kommentar gelesen, es kann sein unter meinem Minimalismus im Badvideo. Um Gottes Willen, verwendet unbedingt Deo, ich kann das nicht aushalten, Menschen, die kein Deo verwenden und schwitzen, das riecht so eklig. Ich muss dazu sagen, wenn man sich rohköstlich ernährt oder vegan ernährt mit einem hohen Frischekostanteil oder wenn man sich nur von Rohkost ernährt und eine sehr gesunde Rohkost praktiziert, dann verändert sich der Körpergeruch und dann benötigt man auch kein Deo mehr und auch kein Parfüm mehr. Ich hatte vor ca. 2 Jahren eine sehr interessante Begebenheit. Meine Kinder gingen oder besuchten einen Waldkindergarten und da hatte ich eine Mama länger nicht gesehen und wir haben uns dann, wie das so üblich ist, einfach umarmt vor Freude. Und als wir uns dann wieder lösten, meinte sie, oh, du riechst so gut, lass dich nochmal umarmen. Und da war ich dann sehr überrascht, ja, dass sie das so wahrgenommen hat. Ich benutze ja keinerlei Deo, kein Shampoo, keine Bodylotion, nichts mit Duft. Und dass sie meinen Körpergeruch als sehr angenehm wahrgenommen hat. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, eben wegen dieser Rohkosternährung. Ich esse ja auch keinerlei Tierprodukte, schon viele, viele Jahre nicht mehr und versuche sehr natürlich mich zu ernähren mit viel Wildgrün und Sprossen
einfache Mahlzeiten. Und ich muss sagen, ich mag meinen Geruch auch selber sehr gern. Also ich mag, wie meine Haare riechen, ich mag, wie mein Körper riecht. Ebenso ganz natürlich und sehr, sehr individuell. Jeder hat ja so einen ganz, ganz individuellen Geruch. Und die meisten Menschen überdecken das eben mit Parfüms oder mit parfümierten Bodylotion und Shampoos und Duschgels und riechen gar nicht mehr so individuell. Riechen dann so wie viele Tausende, Hunderttausende andere Menschen auch. Ich schminke mich nicht, also ich verwende keinerlei Kajalstift, Lippenstift oder Wimperntusche und was es da sonst noch so gibt. Also ich kenne mich da wirklich nicht so aus, was man da alles verwendet, weil das nur eine ganz, ganz kurze Phase in meinem Leben war, wo ich mal die Augen betont habe mit Kajal und Wimperntusche. Das habe ich ganz kurz ein paar Wochen gemacht, das war nicht so meins. Ich gehe einfach den natürlichen Weg, mir ist das ehrlich gesagt auch zu viel Aufwand. Ich spüle dann am Morgen lieber meine Sprossen, statt mich vor den Spiegel zu stellen und mich zu schminken. Aber jeder so, wie er das mag, ich verurteile das auch nicht. Jeder soll mit seiner Art und Weise, wie er sich schminkt oder eben nicht schminkt, einfach auch glücklich werden. Und ich finde, Toleranz ist da einfach auch so ein ganz wichtiges Schlüsselwort. Das waren jetzt meine alternativen Pflegeprodukte. Ihr findet die Links zu diesen Produkten unten in der Infobox. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen dafür nach oben geben. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar unter diesem Video, wenn ihr mögt. Welche alternativen Kosmetikprodukte verwendet ihr, beziehungsweise mit welcher Kosmetik pflegt ihr eure Haut, eure Haare und eure Zähne? Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald, eure Silke.